So, gucken wir mal rein. Wir haben einen Besen im Angebot und wir haben einen Stein im Angebot. Ich bin immer ein Freund vom Angebot kaufen. Weil kannst halt direkt wieder verkaufen. Und machst halt plus minus null damit. Eine Kohle. Direkt mal einstecken. Ich nehme auch nochmal die Flamme mit. Ich hatte letztes Mal so wenige Flammen. Wisst ihr was? Stein auch noch. Gib ihm. Let's go. Packen wir einen Kram. So, wir haben Ranger als Gegner. Aber ich glaube, wir haben so viele Items. Und der ist sofort dead, der Kollege. Der ist sofort dead. Oh, wir können einen Besen bauen. Ich habe eine Idee. Der Besen gibt uns auch eine Menge Kohle, ne? Also kann er geben. Und der ist im Angebot. Und wir haben eine Tasche. Und wir haben noch ein Schwert, theoretisch. Let's bause Besen, Leute. So, Pfanne rein. Wir müssen aber das Schwert dann einmal rausnehmen. Und wir bauen die Kohle und packen die noch hier rein. Den verkaufen wir. Ich werde doch den Stein verkaufen, dann können wir den Piggy holen. Und das Piggy packen wir in die Mitte, damit er von beiden Seiten getriggert wird. So. Und die Flamme... Nee, die Flamme muss eher da rein, ne? Wir machen so. Piggy Doppeltrigger für ein bisschen AP. Schwert lassen wir hier drin. Ich würde das Schwert... Das Ding ist mit dem Flaming Sword. Wir könnten theoretisch Torches bauen. Oder wir bauen das Flaming Sword. Das Ding ist, du könntest das Flaming Sword gegenseitig triggern lassen. Wenn wir zwei davon hätten. Ich würde es mal aufheben. Und dann gucken wir mal. Vielleicht bringt das was. Problem ist halt, mit der Schaufel werden wir sehr viel nicht Stamina dafür haben. So, Schweinchen lassen wir da, die Flamme nochmal rein. Und jetzt können wir theoretisch Kohle generieren. Ich nehme das Schwert schon mal mit. Und der kann weg. Und dann schauen wir mal, da ist nochmal eine Flamme. Das Ding ist, warte mal, können wir nicht theoretisch, der kostet ja keine Mana, ne? Aber der kostet aber leider die Heat. Und die Heat wollen wir ja behalten, ne? Hier ist ja die Überlegung. Dieses Ding kostet Heat. Right? Aber wird die Heat, die wir dadurch entfernen... Die Heat, die wir dadurch entfernen, triggert die trotzdem noch einen Non-Hit-Effekt von Burning Sword? Ich glaube ja. Wir lassen es mal so drinnen. Langsam ist mir egal, was du zockst. Hauptsache deine chillige Stimmung. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Größte Kompliment für einen Streamer. So. Wir nehmen die... Nur mit. Definitiv. Wir brauchen ein bisschen... Attack Speed. Piggy würde ich raus... Ne, Piggy lasse ich drin. Dann kommt da das rein. Ne, der muss so, damit der gebufft wird. Und dann machen wir den hier rein. So ist gut, oder? Und ich würde auch gerne die Karte mitnehmen. Aber lassen wir sie liegen. Mal sehen. Wir wollen ja schön viele Feuer-Items in der großen Tasche haben für den HP-Boost, ne? Ja gut. Keine Kohle leider. Da ist der Burning Dagger. Da ist noch Kohle. Machen wir das so. Das Ding ist halt, ich glaube, ich kann ein Schwert mit reinnehmen, oder? Ja, ziemlich sicher. Eine Torch will ich ja nicht bauen. Ich will bauen den... Warte mal, baue ich überhaupt das Burning Sword mit Schwertern? Oder baue ich das eben mit Hero Sword? Und das ist die große Frage, denn nicht. Ich glaube, ich brauche einen Hero Sword dafür, ne? Wait a minute. Problem. Wir müssen umdenken. Ich habe leider einen Stein weggeworfen, ne? Eigentlich müssen wir direkt adaptieren. Hammer mitnehmen. Wir adaptieren direkt.
So kommen wir nicht weiter. Adeption, Adeption. Stein weg. Hammer lassen wir noch drinnen, aber reservieren wir mal. Und dann rollen wir einmal rein. Nehmen das Piggy und die Tasche mit. Tauschen wir den und den aus, damit die beiden mehr Trigger kriegen. Sonne in Berlin. Der Name ist Programm tatsächlich. Vielen Dank, Maische. Es ist ganz schön sonnig hier. Wir machen es erstmal so. Wir müssen dann irgendwie auf Dolche bauen, I guess. Dolche vielleicht Stunhammer mit reinnehmen. Mal gucken. Irgendwie sowas. Sehr gut. Ah toll, jetzt hätten wir das Hero Sword bauen können. Aber da ist noch ein Dolch. Dann bauen wir lieber noch mehr Dolche rein, würde ich sagen. So, Piggy kann ich jetzt rausnehmen, weil wir haben genug Flammen, ne? Um das Ding komplett zu füllen. Das so bauen, wird der getriggert, der ist komplett voll. Und die Piggys werden sich gegenseitig hier triggern. Da tauschen wir die Flamme, damit der Doppelstern bekommt. Und den lassen wir erstmal drin. Stein wird gedroppt für Gold. Oh, eine Speedbag. Hier ist halt das Ding, eine Speedbag und ein Kristall. Beides im Angebot. Den mit dem Kristall können wir einen neuen Dolch bauen. Dann machen wir lieber eine Doppel-Speedback auf die Dolche rauf. Für den Tech-Speed. Dann haben wir die Tasche hoch. Die Schaufel braucht gar nicht so schnell sein. Der kommt da rüber. Der kommt da, dann wird der gebaut, dann kommt der hier, damit das Schwein wieder getriggert wird. Dann lassen wir es erstmal so. Um was geht es im Game? Du baust hier dein Backpack zusammen mit Items. Und dann kämpfst du mit der Combo aus deinen Items gegen den anderen Rucksack. Von einem anderen Spieler. Und je nachdem, was für eine Combo du hast, gewinnst du oder verlierst du. Noch eine Kohle. Ideal. Kohle. Noch eine Kohle. Den Hammer lasse ich immer noch reserviert. Der ist mir aktuell noch egal. Hungry Blade. Ich meine, obwohl wir haben auch einen Drachen noch, ne? Hier ist die Überlegung, wir könnten mit dem Hungry Blade vielleicht Blut-Items bauen. Aber machen die irgendwie Sinn auf meinem Class? Ja, auf meiner Klasse. Mein Bloodthorn will ich eigentlich nicht haben. Ich meine, das ist schon geil, weil wir ja auch Leben verbrauchen mit dem Drachen später, ne? Aber ich glaube, ich würde wieder lieber auf das Eck sparen, ne? Definitiv. Dann würde ich diese Runde einmal rollen und dann nichts mehr ausgeben. So. So wie zum Thema nichts ausgeben. Ich liebe Taschen. Ja, nicht wundern. Sehr schön. Den haben wir. Oh, wait. Zwei dicke Eier. Das kaufen wir sofort. Ich meine, ich könnte das auch noch kaufen, ne? Wir können uns von dem verabschieden. Weil der hat eh nur, der war im Angebot. Na, es war plus minus null. Wir nehmen lieber noch ein Ei mit. Und sind somit dann schneller auf Doppeldragon. Brauchen wir den Hammer noch, ist die Frage. Wir werden sowieso die Dragon pushen, ne? Ich mach den Hammer mal weg. Na, wenn noch einer kommt, kommt einer. Aber mit den Doppeldragon haben wir eventuell eine gute Chance. Oh, ich hätte ihn auch noch verbinden können. Sehr gut.
Feierbänder. Eigentlich müssen wir für Drache auf Scale-Waden gehen, ne? Weil der bringt uns nicht viel. Der auch nicht. Ja, wir müssen leider das Ding hier kaufen. Wir müssen auf die Dragon gehen. So, es wird Zeit. Wir brauchen dringend mehr Drachen. Dragon? Ich finde nur diese Taschen, aber ich nehme sie mit. So, ich bin ein Freund von Taschen. Ihr wisst es. So, das kommt rein. Hallo, Rayasa. Sortier mal, solange ich noch kann. Und der kommt jetzt hierhin erstmal. Obwohl, der kann ja gut hierhin kommen, ne? Da. Und dann können wir die Tasche hier oben hinpacken. Und da kommt der Kollege hin, da kommt der Kollege. Der kommt, obwohl der kommt eher hier hin. For the tech speed. Obwohl, wenn ich den so baue, könnte ich vielleicht dem dreifach geben und dem zweifache Tech Speed, ne? Jetzt haben sie beide doppelte Tech Speed, theoretisch. Die sind noch nicht gebaut, ich weiß, aber das wird. So, eine Flamme nochmal hier rein. Dann haben wir die Dolche wieder rein. Ich meine, die haben beide ein bisschen Tech Speed verloren, aber das ist nicht so wild. Piggy hierhin, Piggy dahin. Problem mit der Schaufel. Schaufel dahin. Piggy dahin, Stein dahin. Ist erstmal okay, würde ich sagen. Ja, wird eine harte Runde, weil die Dinger sind noch nicht geschlüpft. Ich habe meine Taschen ein bisschen gewastet, aber das wird schon. Na, sieht gut aus. Sehr schön. Perfekt. Beide geschlüpft. Und wir haben direkt einen Orb gefunden. Also können wir den Drachen jetzt sogar nochmal updaten. Nice, nice. Da kommen die Firestones rein. Die kann weg, theoretisch. Da wäre ein Eisdrache. Müssen wir aufheben. Aber wir nehmen vorher die Tasche noch mit. Da rein. Ich mache direkt wieder Go. Na, es sollte aber ganz gut gehen. Also diese Doppel-Dragon, ne? Holy moly. Noch ein Drache. Welchen nehmen wir erst mit? Wir nehmen erstmal die mit. So, und den Kollegen muss ich jetzt leider... Der ist leider so groß, ne? Machen wir das so. Obwohl, dann hat der keinen Triggerpunkt mehr. Da muss der einmal... Wartet mal. Oh, ist das auch... Wir nehmen den mit auf jeden Fall. Ist kein Drache, aber der ist im Angebot sogar, ne? Also ich will auf jeden Fall den hier querlegen. Ja, der chillt hier, damit der da getriggert wird. Und der kommt hier rein. Zack. Das Ei hauen wir hier hin. Zack. Und die Schweine sagen leider goodbye, ne? Obwohl... Mal die Flamme rauswerfen und dann den Sack mitnehmen. Dann können wir beide Schweine noch spielen. Und das Ei kommt dann nächste Runde. Let's go. Und den Phönix. So wie ich dir zugucke, bin ich froh, dass du meine Kartons beim Umzug nicht gepackt hast. Ich wäre nie fertig geworden. Ja, Kartons packen ist nicht so meine Stärke. Oh, noch ein Ei. Aber du hast auch, glaube ich, keine Eier im Karton, ne? Jetzt haben wir den hier mit den Random Debuffs. Hm. Ich meine, Hauptsache Drachen mitnehmen, ne?
Ich würde auch so gerne diesen Phönix spielen. Auch wenn er, glaube ich, nicht so viel Sinn macht für mich, aber... Und ich habe immer noch meine Dolche. Dürfen wir auch nicht vergessen. So, wir müssen mal gucken. Also der muss eigentlich einen weiter runter. Weil hier oben sollen ja noch zwei Dragon rein, ne? Der kommt da rein und der kommt da rein. Kommt der hier hin? Und dann kann ich noch einen da unten dann reinschieben. Der kommt da rein, dann wird er auch noch getriggert von beiden Taschen. Ja, Piggy-Zeit ist zu Ende. Tut mir sehr leid. Dann kommt der dahin und dann kommt der Dragon hierhin für den Tech-Speed. Dann Dolch rein. Das hat jetzt die Frage, Dolch haben wir hierhin, oder? Und die Schaufel würde ich erstmal einfach drinnen lassen. Ich hau sie weg. Wir haben sowieso keinen Platz mehr dafür, ne? Den nehmen wir mit. Der ist immer gut. Let's go. Das Ding ist immer solide. Es war irgendwie knapp, ja. Der hat mich sehr gut zugegiftet, der Kollege. So, nächster Drache. Wir nehmen direkt den nächsten, ne? Und der kommt dann eigentlich dann hier unten hin. So, müssen wir gerade mal kurz gucken. Einmal hier rein. Einmal hier hin. Und dann haben wir noch Platz für den nächsten hier. Da theoretisch. Und dann ist das Ding ziemlich zugedeckt, ne? So, dann machen wir den Phönix hier hin. Na, der Phönix ist ein bisschen RIP jetzt gerade. Ich will jetzt ungern meine... Machen wir das so. Ja, ist nicht so geil, weil die Tasche jetzt halt nicht so viel mit Feuer voll ist, aber so ist das, ne? Ja, wir hätten die beiden tauschen können, by the way. Never mind. Ich habe auch noch einen Phönix. Ja, wenn wir sterben sollten, wir werden nochmal geretzt. Das letzte Ei ist da. Dann haben wir eine komplette Drachenarmee. Und noch eine Tasche. Ideal, Leute. Dann kann die Tasche nämlich raus. Genau wie die hier. Die Tasche dahin und den dahin. Wunderbar. Dann kommt der Phönix wieder hier hin, weil das fand ich ganz nice. Ist da genau mit einem Platz drin, ne? Den hier hin, den dahin. Den dahin und den heben wir auf. Den hauen wir für den Drachen rein. Aber ich roll trotzdem mal. Oh, perfekt. Wir lassen es so. Ich glaube, wir sind sowieso sehr stark gerade. Dann können wir nochmal den neuen Drachen gleich updaten. Nice. So. Der wird geupdatet für den Obsidian Dragon. Attack Speed Bag. Auf jeden Fall kaufen, ne? Haben wir noch Platz für einen weiteren Drachen? Ja, ne? Irgendwie kriegen wir die unter. Zur Not werfen wir einen Dolch oder so raus. Das geht schon. Den dahin, den hier so hin. Wird schon werden mit dem. Oh, einer im Angebot. Ich habe leider nicht mehr so viele Runden, ne? Okay, der hat auch super viele Dragon. Holy moly. Aber irgendwie waren meine Dragon stärker.
Ich muss mal reingucken. Wieso waren meine Dragon so viel stärker als seine? Ich meine, der hat auch eine Menge, ne? Open Lock. Obsidian Dragon hat er so reingepumpt bei mir. Ich glaube, es liegt an dem Phönix. Ich glaube, der Phönix war sehr solide. So, nächster Drache. Ich würde gerne beide Eier noch bauen. Ich hau diese Eier rein und die... Ich kann nochmal ein Feuer verkaufen. Vielleicht, ich glaube, ich verkaufe den Dagger auch noch. Was soll der Geiz? Noch mehr Eier. Let's go. Dann habe ich ein dickes Drachenset, ey. Guck mal, wie der weggebraten wird. Holy moly. Noch ein Drache. Das Ding ist, eigentlich muss ich die daneben packen, damit die direkt hatchen, ne? Ah, die hatchen jetzt so oder so nächste Runde schon. Okay, kriegen wir mit der Tasche noch einen unter, ist die Frage. Ich will so ungern den Phönix loswerden, wisst ihr? Oh, nice. Ein Dolch muss leider gehen. Wir haben hier einen... Okay. Der Kollege wird auch zum Obsidian Dragon. Sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir irgendwie den hier noch reinkriegen wieder. Aber wo ist die Frage? Wir den vielleicht einfach hier hinpacken. Ich meine, Plätze haben wir, ne? Der Phönix. Ich werde den mal hochschieben. Ist mit der Tasche doof, ne? Ja, diese Eier sind alle ein bisschen gerappelt mit denen. Ich meine, der Phönix lag schon ganz gut so, ne? Ich könnte theoretisch... Muss er die Flammen hier entfernen kurz. So. Bin ich doof? Habe ich da gerade Platz gemacht? Ideal. Moment. So. 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 Wir lassen es erstmal so jetzt. Nicht optimal, aber machen wir gleich. Der hat einen Darkseid und unendlich viel Rüstung. Ne? Das wird spannend. Ein Halle Holing, ein wunderschön. Aua. So, da hatchen die Lümmel. Da kommt der neue Drache raus. Und der kommt dahin. Und jetzt können wir das schön umbauen hier. Zack, zack. Wir brauchen alle diese Steine in der Tasche drinne für den Boost. Ah, sieht gut aus. Hier wäre noch eins, ne? Ich meine... Don't mind.
meine, den kriegen wir auf jeden Fall irgendwie unter, oder? Den Dragon. Und der wird ja sowieso in einer Minute gehatcht, theoretisch. Oder wie habe ich das gerade eben gehabt? Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Ich hatte die Viecher draußen. Und der war so, ne? Das Schlimme ist der Phönix, Leute. Ich meine, der war schon okay hier. Weil da fehlt ja dann eine Reihe. Ein bisschen Trial and Error. So. Kommst damit ran? Gib ihm. Wird schon werden, hm? Oh, der hat ganz viele Tiere. Tiere gegen Drachen. Was gewinnt? Na, die Drachen. Wunderbar. Nächster Dragon. Ich glaube nicht, dass wir noch einen unterkriegen, oder? Nimm mal einen Dolch mit. Noch so ein Mana-Ding. Ich habe das Backpack jetzt einfach voll mit den Dingern. Den würde ich tatsächlich gerne mitnehmen. Aber ich glaube, es ist sowieso letzte Runde jetzt, ne? Let's see. Der hat 380 Rüstung gehabt. Alter, die Rüstung ist ja unendlich broken. Aber lief doch ganz gut. Wir sind doch bald Gold mit dem, ne? Holy moly. So. Gigis.